Hallo Leute, heute ist der 20.09.2020. Habe gestern kein Video gemacht, weil ich erst spät nach Hause gekommen bin. Weil ich mit meinen Eltern und so ein Steak essen war und danach gleich abgedreht habe. Also ist das Video vom 19.09.2020 auch gleich. Gestern war es sehr schön. Am Abend, tagsüber haben wir uns nicht so viel zu sagen gehabt, Sonja und ich, weil ich sehr unruhig war und müde. Am Abend und das Essen hat gut geschmeckt. Wir haben uns gut unterhalten und ich glaube, ihr hat es auch geschmeckt. Und es war gar nicht mal so teuer wie sonst. Ich bin jetzt den vierten Tag rauchfrei. In 3 Tagen sollte ich mein neues Handy bekommen. Das Z Fold 2. 5G. Und dann habe ich hier nur noch einen Tag um. Also am selben Tag muss ich jetzt noch registrieren, um dann Cashback zu bekommen. Und dann am nächsten Tag wegschicken, um den Cashback zu bekommen. Und da habe ich schon alle Unterlagen und so. Aber ich brauche das neue Handy, um die E-Mail-Nummer einzugeben. Irgendwie hat die beim Samsung Support auch nicht die richtige Info rausgegeben. Laut der hätte ich noch bis 23. bestellen können. Aber bis 23. gilt nur noch die Rücknahmeaktion für mein altes Handy und das hat irgendwie nicht ganz gestimmt und das geht sich ganz knapp aus. Und ja, ein bisschen blöd gelaufen, aber es geht sich noch aus. Aber ich habe Gott sei Dank meinen Vater davon überzeugen können, dass ich es schon letzte Woche bestellt habe. Und dass es am 23. kommt und dass man die Cashback-Aktion noch mitnehmen kann. Apple soll ja das nächste Apple-Event am 30. September haben. Das hätte ich gerne noch abgewartet, aber das ging jetzt nicht mehr. Und ich bin schon gespannt, was Apple rausbringt. Und ob ich dann ein iPhone auch noch kaufe oder nicht. Ich glaube erstmal nicht. Sonst war der Tag heute wie ein jeder Sonntag irgendwie langweilig und langweilig. Und wir waren kurz spazieren, haben uns ein Eis geholt und sind dann wieder nach Hause gegangen. Waren jetzt ein paar Mal draußen, aber jetzt ist es schon ziemlich kühl. Und morgen kommt die Volkshilfe, aber keine Assistentin, weil irgendwie morgen freigelassen wurde. Und ich muss morgen Blut abnehmen.
weil ich einen Langzeitzuckerwert brauche. Und habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Und da muss ich um 7:30 aufstehen und so aussetzen. Also um 7:30 muss ich schon wieder aussetzen sein, obwohl die erst um 8 kommt, die bei mir Blut abnimmt. Das macht nur die Aussetzen bei mir, weil ich so schlechte Venen habe und ja. Dann möchte mein Vater noch beim Lungenfacharzt vorbeischauen, um mich zum Termin, den er am 5. Oktober hat, dazu zu melden, weil mein Husten nicht wirklich besser wird. Mit den Nikorette-Pflastern geht es jetzt eigentlich halbwegs. Einmal am Tag habe ich so eine, oder ein bis zweimal am Tag habe ich so eine Attacke, wo ich gerne rauchen würde. Aber es geht eigentlich. Und, ja. Also es fällt mir nicht so schwer. Mit den Nikorette-Pflastern. Aber recht gut halten tun die nicht. Sonst gibt's nicht so viel Neues. Freitag habe ich wieder bei Kerstin Termin. Und erst im Oktober wieder bei Christoph. Montag. Also morgen muss ich aufstehen, habe ich hier schon gesagt. Und hätte ich sowieso nur aufstehen müssen, weil die Füchsehilfe auch gekommen wäre. Und auch kommt. Und da muss ich das rechtzeitig ausgehen mit dem Blut abnehmen. Aber naja, wird sich schon ausgehen. Und sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Ich wünsche euch jetzt wieder einen schönen Abend. Ciao, macht's gut. Eure Ines.